Meine lieben Freunde des Yokai-Spaßes, das ist schön, dass ihr euch vorbereitet habt. Ihr habt die Kraft, die Welt zu retten. Ich sehe das in euren Augen, dieser Glanz, diese Aura, die ihr ausstrahlt. Ihr seid bereit für den Finalkampf gegen Sodanaki. Ich leider noch nicht, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, deshalb will ich in dieser Folge nichts Spannendes machen. Wobei, doch, ist alles spannend, was wir machen. Wir wollen aber ein bisschen, wir wollen uns ein bisschen rüsten, wir wollen noch ein paar Kleinigkeiten machen, wir wollen hier und dort mal schon ein bisschen gucken, was wir noch hinkriegen können, um vielleicht glorreich ausgerüstet zu sein, denn wenn man mal in unser Inventar guckt und uns diese, wenn man guckt doch mal, die Level, von unseren Level allein schon, das ist eine Katastrophe, das ist schrecklich. Wir haben zwar Trophäen, die können wir uns aber nirgends hinstellen, weil wir gar keine Regale mehr haben. Ja, weil die ganze Welt im Begriff ist, zerstört zu werden. Aber ey, da müssen wir auch noch was machen. Hier, guck mal, richtig schön. Da werden wir schon hinkriegen. Wir streben natürlich nach den 1000%. Wir wollen alles 100 Milliarden %ig haben. Und hier haben wir noch Punkte zu verteilen. Das sind so Sachen, die ich jetzt noch machen wollen würde. Zumindest ein bisschen. Guck mal, neuer Skill wird gelernt. Ist das nicht mehr was Cooles, dass neue Skills gelernt werden? Ja, da wollen wir mal hier ein bisschen richtig reinklatschen. Nein, was ich ja sagen wollte, ich werde ganz dezent mich jetzt vorbereiten, noch so ein paar Kleinigkeiten machen, die man vielleicht auch offscreen machen könnte, aber wir wollen das Abenteuer natürlich komplett hier gebündelt haben. Falls es uninteressant sein sollte, falls ihr denkt, um Gottes Willen, mit was für einem Müll will der mich jetzt zuschütten, der ist ja komplett verrückt, der gehört in eine geschlossene Anstalt, dann könnt ihr unten ein bisschen spulen. Vielleicht kommen da spannende Momente. Wobei, nee, guckt es ganz. Das ist gut. Das ist beste Support. Ich mache immer nur Schritt für Schritt. Jetzt haben wir Kurano erstmal die Punkte gegeben. Nächstes Mal kommt ein anderer dran. Wir haben auch noch Quests. Der Quest-Log ist ja voll. Der ist ja voll geklatscht mit aller. Hier, das hier. Hä? Level 40. Überlegt mal. Da kriegt man den Heldenmantel. Wenn wir sowas machen zum Beispiel. Das könnte ich mir echt nochmal vorstellen, dass wir sowas nochmal machen. Oder hier, das sind so Quests, da habe ich keinen Bock drauf. Wobei, das könnte man mal machen, das verrostete Fahrrad, das ist glaube ich die Thai, ne? Und in der Vergangenheit müssen wir, weil ich noch Obst kaufen wollte. Also, ihr lieben Leute, ich mach mal kurz den hier. Ist ja richtige Tasche, ja genau. Ich gehe mal in die Vergangenheit. Ich wollte gucken, ob ich Ananas kaufen kann. Da gehe ich am liebsten hier erstmal hin. Und schaue mich da nochmal um. Dann werden wir uns dementsprechend jetzt vorbereiten. Ne, geistig, mental und auch körperlich. So ein bisschen paar Workouts machen. Ich bitte verkauf krasse Ananas-Früchtchen hier. Ich brauche Früchte. Ja, geil. Die sind super gut. Boah, hier auch ganz. Aber es gibt nur 3? Wachsen die täglich nach? Warum hat die nur 3 davon? Urikide verkauft. Ausverkauft. Sind wir so teuer hier, ne? Ist fast so teuer. Wobei, einen kaufe ich mal. Es tut weh. Warum sind denn solche Sachen so teuer? Ah. Frustrierend. Hast du noch was Schönes für mich? Ihr. Seid ihr gekommen, um mich zu besiegen? Ach, ist das hier? Ah! Bist du. Moment mal, bist du Tamamo? Bist du wiedergekommen? Hast du es wieder auf Seelen von Menschen abgesehen? Nein. Seitdem mein Lord fort ist, brauche ich gar keine Seelen mehr sammeln. Und was ich gelernt habe beim Konsum von Seelen, ne? Dass die Ewigkeit, das Leid der Ewigkeit, der man nicht entkommen kann, ja? Das ist, nee, das kann ich nicht mehr. Mache ich nicht mehr. Es tut mir leid, auch es war zwar ein Befehl, aber es tut mir leid, dass ich das getan habe. Ich will keine menschlichen Seelen mehr rauben. Und ich dachte mir, ja komm, ich arbeite hier noch ein bisschen weiter. Das wäre doch ganz gut. Und deshalb, ihr könnt mal kommen, wenn ihr Lust habt. Ich denke, das wird nicht reichen, um mich zu entschuldigen, aber wenn ihr wollt, ist das mal hier. Ach, guck mal. Ein Obayaki, lecker. Das freut mich. Und ich kann ja auch kaufen, vielleicht ist das ganz gut. Tamamo, willst du nicht mit uns kämpfen? Sind nicht wirklich cool, ne, die Sachen. Tamamo jetzt als Mensch lebt, ist irgendwie verrückt. Das ist verrückt. Aber egal. Wir radeln nochmal eine Runde. Zu Tai, ne? Taicha. So, hier noch ein bisschen was. Eintüten. Und dann geht's ums Eck. Darunter, jawohl.
Mal hoffen, dass es eine richtig geile, spannende Quest wird. Und ich will auf jeden Fall die Schatzsuche noch weitermachen, weil da gibt es ja noch wichtige Gegenstände, die uns vor allem noch helfen können. Und... ja, was ist denn mit dem Fahrrad da los? Das ist das Fahrrad von Shin. Ich hab's mitgebracht, weil ich dachte, vielleicht hilft's noch, ja? Ah, ja, ein gutes Fahrrad, nicht wahr? Würdest du das Shin mitteilen, bitte? Dass ich hier ein Fahrrad vorbereitet habe für ihn? Ja, muss ich hier Shin nehmen. Ach komm, Shin ist doch dabei, der sieht dich doch. Ach komm, ja, mach doch nicht so. Ich tu dir nicht, als wäre ihr... steht hier so einen Meter entfernt, guckt dir das an und wartet, ne? Ach so, ich wollte ja Serio mal wegmachen aus meinem Team. Serio, du musst leider weichen. Ah, ey, ich muss sagen, wir haben so viele S-Rang-Monster jetzt. Fubegime wäre ziemlich cool. Oh, Dotti aber auch. Als Attacker, vielleicht statt dem Kuroni? Ich weiß nicht, was besser ist. Müssen wir auf jeden Fall da nochmal ein paar Sachen geben. Könntest du ja mal testen. Haben wir denn überhaupt noch was? Ich habe nur Schrott. Komm hier. Tut mir leid, das ist echt das ist traurig, was ich hier mache. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen waffentechnisch schaue ich mal, was da vielleicht Gutes noch gibt. So. Shin! Ich dachte mir, vielleicht könnt ihr das helfen. Ich habe dir das hier mitgebracht. Ah, mein Fahrrad. Danke, Tai. Aber es gibt ein kleines Problem. Ein Problem? Was für ein Problem? Nun, da es lange nicht mehr benutzt wurde, nun ist die Kette verrostet und es bewegt sich nicht mehr. Ah, stimmt. Es stand ja auch die ganze Zeit draußen, nicht wahr? Ich wollte ja den Rost wegmachen. Würdest du mir helfen, Shin? Ja, also Katai hat das Fahrrad für Shin vorbereitet, aber da es lange Zeit nicht benutzt wurde, ist die Kette am Rost und es bewegt sich nicht mehr. Wir sollen es also reparieren. Dafür kriegen wir 3 alte Münzen. Hi. Also ja, machen wir. Selbstverständlich. Ja, ist ja immerhin auch meins. Mein Fahrrad, ne? Es reicht schon, dass du mir da geholfen hast, das hier für mich herzustellen. Und dass du jetzt da noch mehr reparieren willst, also das ist ja Wahnsinn, Tai. Ja, also, wir geben unser Bestes, dass wir es zusammen das wieder beweglich machen. Eine Sache, wie wollen wir das denn überhaupt machen? Wie können wir denn den Rost wegmachen? Vielleicht sollten wir erst zum normalen Laden gehen. Vielleicht gibt es da irgendwas, was den Rost wegbringt. Abtreibt da. Irgendein Mittelchen. Ah, okay. Dann sollen wir da mal vorbeigehen, ne? In dieser Zeit oder in welcher Zeit? Der Konbini letztlich, ne? So. Also irgendwas Rost entfernen oder so sollte hier verkauft werden. Hier, bei dem Händler. Hallo, gibt's denn was, was ihr braucht? Es tut mir leid, ich möchte mein Fahrrad wieder nutzen und, ich brauche Rostentferner, um das Fahrrad, was ich beim Fahrrad benutzen kann. Verkaufen Sie sowas? Ah, also Rostentferner für ein Fahrrad. Es tut mir leid, aber sowas haben wir hier nicht im Laden. Ah, ich verstehe. Was soll ich also tun? Scheint hier in der Umgebung nicht nirgends was zu geben. Vielleicht wäre es besser, selbst herzustellen. Oder? Dass ich was selbst herstellen? Kann man das? Können wir das einfach selbst so zusammenbasteln? Tai kennt sich ganz gut aus mit solchen Sachen. Vielleicht hat sie ja eine Ahnung. Sollte ich mal fragen. Was? Hast du das ernst genommen? Dass du selbst... Ja, danke schön. Ich werde mein Bestes geben. Moment mal. Ich weiß zwar nicht, was du sagst, aber okay. Kann man das selbst herstellen? Der wollte uns einfach nur verarschen, der Typ, ne? Hört mal teil. Oder den Mann hier mit Hut und Brille. Wobei, nee, mit dem spreche ich lieber nicht. Tai, helf mir mal bitte. Ah, und? Wie war's? Ja, sorry, aber da gibt's keinen Rostentferner. Ah, ich verstehe. Was machen wir also? Der Typ vom Laden hat irgendwas gesagt, dass man das vielleicht auch selbst herstellen kann. Oder wenn wir es nicht herstellen können, kann man vielleicht irgendwas anderes nutzen stattdessen. Hast du eine Idee? Etwas einfach herstellen oder was anderes nutzen? Ich denke mal, kriegt das hin. Wirklich? Was sollen wir denn tun? Was mir gerade eingefallen ist, ne? Die Weisheit, die in der Adiyoshi-Familie weitergetragen wurde, da war doch irgendwas. Ah, wenn wir die Kraft von 3... schleimigen Yokai nutzen, ja? Dann kann man alle Verschmutzung vielleicht wegtreiben. 3 schleimige Yokai?
Da kann man alles Beschmutzung wegmachen. Ja, vielleicht können wir so dann auch den Rost vom Fahrrad treiben. Ob das funktioniert? Weil Schmutz und Rost ist ja auch immer was anderes, ne? Ob wir da jetzt einfach irgendwie was Glitschiges drüber steigen lassen oder sonst was. Ist natürlich die Frage, ob das überhaupt effektiv funktioniert. Das klingt für mich auch irgendwie nicht schlüssig. Yep, man sollte das einfach mal ausprobieren. Komm, lass uns das versuchen. Verstanden. Aber das heißt, ich soll einfach nur 3 Joker hierher bringen, oder? Ja, ja, 3, die so ein bisschen glitschig schleimig sind, ja? Die, wenn du die hast, dann sag mir da Bescheid. Boah. Was haben wir denn da? Haben wir da überhaupt was? Ich guck mir nochmal die Quest kurz an. Glitschige Joker. Haben wir denn da irgendwelche schneckenartigen, schmierigen, ekligen? Ich glaube, das Einzige, was mir gerade einfällt, was da eine Option wäre, ich glaube, der haben wir nämlich mal einen, oder? Ne, wir haben ja wirklich was gar nichts, ne? Was da in diese Kategorie fällt. Paku nicht. Ich schau mal kurz. Ich glaube, wir brauchen da... Dann kriegen wir das Fahrrad nämlich von Shin. Ja, wir brauchen diese doofen Seegrasviecher. Das ist das, was wir brauchen. Die Wakame-Monster. Haben wir doch jetzt gar nicht. Das ist ja, da muss ich ja farmen gehen. Ich glaube, ich kann die so nämlich nicht beschwören. Vor allem 3 auch gleich? Hier, da. Die 3 haben wir. Make-up, Kombu und Wakame. Boah, 3 Stück davon. Das ist ja... Ja, das ist was man machen kann, wenn man es machen will. Muss ich mal gucken, vielleicht muss ich das offscreen machen. Auch wenn das echt... Ne, das ist leidlich, so das hier rein zu klatschen, ne? Ja, Tai, kannst du nicht mit Spucke versuchen zu lösen? Warum müssen wir das denn machen? Wir machen das später mal. Ich gucke erstmal. Wir haben auch die Treasure. Ich will irgendwas Erfolgreiches noch machen. Ich will was mit Erfolg gekröntes hier reinklatschen. Ist denn irgendwas, was hier in der Vergangenheit reinfließt, wo man sagt, aha, das könnte vielleicht, das könnte vergangenheitsmäßig was sein. Wir sind auch immer noch auf dem E-Rang. Das sind also leichte Quests, die man eigentlich relativ leicht auch schaffen könnte, wenn man sich das so anguckt. Was wäre denn etwas, was gut hier vielleicht noch passen würde? Das hier. Ich glaube tatsächlich, dass wir das hier aber nicht in dieser Welt, das wäre Yokai-Welt, ne? Irgendwas, was vielleicht hier in diese Welt noch fällt? Was in diese Welt noch fällt? Habt ihr einen Peil? Das hier ist auch, das ist alles vieles der Yokai World, würde ich fast sagen. Das hier auch, oder? Oder habt ihr irgend... Ihr habt bestimmt noch eine Ahnung, ne? Ihr wisst da bestimmt mehr. Der Frosch, wo ist denn der Frosch? Ha. Ich wüsste in der Joker-Welt, glaube ich, das eine und andere. Der Frosch kommt mir gerade nicht so in den... Ich habe auch kein... Mit Shin habe ich kein Fahrrad, das ist doof. Die Quest wäre schon cool, die zu haben. Hallo? Ach komm, ich will mit dir nicht reden. Er wollte mal Schriftsteller werden. Ach nee, das interessiert mich nicht. Was auch immer er werden will. Soll ich sonst mal reisen? Oh, das ist hier die Arzt, hier ist die Apotheke. Gibst du mal, was du haben willst? Kaufen. Arznei. Nee, ich will nichts von dir kaufen. Gibst du was anderes, was du willst? Nein. Wichtig, immer gesund zu bleiben. Ah, da ist was. Ha! Eine Schatzkiste, der Frosch ist der Frosch hier. Guck mal hier, Hyma-Arcs gibt's hier. Ganz viele. Wahnsinn, das ist doch was.
Le Frog, der Frosch, abgeschlossen. So wollen wir das sehen. So, haben wir noch was? Und ja, ich gucke parallel gerade in das Lösungsbuch. So, jetzt habt ihr mich erwischt. Na, aber ich will jetzt hier nicht 20 Jahre lang rumradeln und rumeiern. Aber ich wüsste hier, also ich sehe hier gerade, es ist viel in der Joker World, ne? Relativ viel in der Joker World, wo man noch was kriegen kann. Der Vergangenheit ist gar nicht so viel behaftet. Da haben wir ja auch relativ viel schon gefunden. Wir gehen noch mal einmal in die Joker World wegen dem Tintenfisch. Ich glaube, da werden wir recht schnell fündig. Warte mal, hier, guck mal. Den hier. Ich weiß nicht, wo konkret. Hier können wir auch an diese verschiedenen Orte noch reisen. Hier kriegen wir auf jeden Fall das Seegras. Dann her. Die Seelen von den Seegrasviechern. Aber ich glaube nicht, dass es so leicht ist, das zu kriegen, ne? Dann hätten wir für Shin das Fahrrad. Das ist redundant hoch 20, ich weiß. Das will niemand sehen, aber ich wollte nur mal kurz gucken, wie es ist, wenn wir hier gegen die Viecher kämpfen, ob wir dann da ganz schnell die Seelen kriegen. Die waren, glaube ich, hier gewesen, ne? Das ist Kyunchi. Weiter drinnen wahrscheinlich, ne? Mein Kyunchi will ich eigentlich nicht bekämpfen. Vorne? Ja, guck mal, Kyunchi will mir gleich hier gleich eine Wäsche. Gomendako? Das ist halt so ein bisschen, das sind diese unglücklichen Quests, die so leidlich sind, wo man dann auch entsprechende Yokai braucht, um es zu absolvieren. Aber wir müssen gleich mit dem Fahrstuhl fahren. Das war doch hier irgendwie so gewesen, ne? Wow! Ich will nur mal ganz kurz so 2-3 Testeinheiten machen. Ob das denn überhaupt, ja, vernünftig machbar ist oder ob das zu lange dauert. Das bedarf bestimmt den einen oder anderen Kampf, weil die ja, glaube ich, nicht so oft Seelen droppen. Es gibt bestimmt noch irgendwas, was die Droprate erhöht. Könnte ich schwören, aber was genau, ich weiß es nicht. Da haben wir, guck mal, Make-up wird schon mal besiegt. Dann klatschen wir diese weg. Erfahrungspunktemäßig wird hier nicht viel gebracht, deshalb das hat keinen Zweck. Aber man sieht, es sind relativ viele davon. Das heißt, wenn wir immer jetzt wieder ein paar Seelen kriegen, das wäre schon ganz cool. So, Seelenraub. Wäre natürlich cool, wenn es gleich 3-4 Seelen mehr wären. Nicht nur eine immer. Ja, von dir wollte ich eigentlich keine haben. Schon eh genug. Sie haben auch leider so, dass man immer nur 1 oder 2 kriegt und nicht von allen dann, ne? Na gut. Aber wir sind schon um 1 reicher, das muss man dazu sagen. Erfahrungspunkt ja gut. Ja, hier schon. Guck mal, so hat er nicht sogar 2 von denen. Ach, da sind sogar richtige Seelenbundle haben wir da gesammelt. Aber wir hatten ja auch noch eine andere Quest. Das war, glaube ich, die. Ach, mit diesem Mädchen, was da so, was sich nicht getraut hat, die Liebe zu gestehen oder so. Irgendwie sowas war das doch gewesen. Wo wir dann wiederum diesen Oma-Yokai brauchen, der da alles immer offenbart. Irgendwie sowas war das. War auch noch nicht gemacht. Aber hier, guck mal, da können wir noch mal sammeln. Schauen wir mal. Sehe ich hier was? Nee, noch nicht. Kommissar. Fubuki. Hime. Sehr gut. Ja. Genau das, was wir wollen. Komm her! So, ein bisschen was gibt's da auch. Guck mal, eine Seele. Nur eine Seele geraubt. Mal gucken, wenn ich jetzt hier die. Ich kämpfe noch zwei, dreimal. Aber nicht gegen ihn, wobei da könnte auch was. Da könnte was im Kampf mit begriffen sein. Und da war Angst, ne? Mal schauen, ich versuch's nochmal. Aber wir schauen mal da gucken. Nee, nur Müll, nichts was ich will. Wird trotzdem ausgelöscht. Und zwar mit wahrer Kraft. Wow. Das war jetzt so mächtig, dass wir gleich die Seelen gekriegt haben. Eine Goldseele haben wir da überhaupt gleich. Cool, oder? Da merkt man dann einfach so stark, dass wir das recht gut hinkriegen. Das Gute ist natürlich jetzt, zumindest Fubuki Hime kriegt noch ein paar Erfahrungspunkte.
steige hier noch einmal da. Na, oh, ich weiß ja nicht. Hatten wir eigentlich den Arang erfüllt mittlerweile? Oder warte mal, Arang hatten wir gleich, ne? Es fehlt noch. War da auch was gewesen? Warte mal. Ach, das war hier lang. Ich dachte schon, wir haben wieder eine Schatzkiste gefunden. Ah, perfekt. Dann haben wir das nämlich auch nochmal. Und können hier noch ein paar coole Gegenstände einsammeln. Und diesen Bereich nochmal ergründen. Diese frivolen Freaks werden jetzt erledigt. Natürlich hoffentlich mit einer entsprechenden Belohnung. Seele. Das sollte Priorität haben, dass wir hier Seelen noch brauchen. Nochmal. Jawohl. Hübsche Yokai. Boah, da können wir aber richtig hier rausgreifen. Meine Güte. Wahnsinn. Genial. Ist ja fast dafür gemacht. Konget, konget, konget. Sehr fein. Und das ist eine richtige Seelenernte gewesen. Und wie gesagt, wir schauen gleich am Ende noch einmal, was dabei rumkommt. Ja, du freust dich schon auf deinen Tod wahrscheinlich, ne? Deshalb komm mal her. Zeig, was du kannst. Du und deine ganze Kameradschaft. So. Entsprechend. Gewalttätig voraus. Da ist schon einer wieder. Ich hol mir jetzt einfach... Wow! Sehr cool. Dreimal so Seegras-Yokai und kämpft dann... Die power ich dann so auf, damit ich damit dann den Finalkampf bestreiten kann. Richtig schön lächerlich. Wow. Das ist ja mega mäßig, was hier passiert. Wir haben einen guten Lauf gerade, ne? Fast wie als würde das Spiel uns helfen dabei, die Quest zu schaffen. Aber wir gucken nochmal. So, man kann natürlich auch ganz klar ein bisschen... die Zeit nutzen, wo wir hier rumlaufen, um ein bisschen über das Spiel auch und das Universum von Yokai Watch zu sprechen. Wäre auch mal eine Option. Dafür ist ja dann die Zeit auch da, letztlich. Und vielleicht kann man ja noch das eine oder andere erfahren. Ich hab ja schon... Natürlich rede ich die ganze Zeit immer schon davon. Aber, was ich auf jeden Fall sagen muss, dass ich als Einsteiger in das Franchise dieses Spiel immer weiter und weiter hineingezogen werde und die Faszination kann ich gut verstehen, muss ich sagen. Also... Es ist schon echt ein cooles Spiel. Aber kann ich jetzt einen anderen Bereich hier erreichen? Moment mal. Hier? Das ist ein geheimer Fahrstuhl? Das ist natürlich auch was Interessantes. Wollen wir natürlich gleich mal hochfahren. Shin, was haben wir denn hier entdeckt? Damit können wir in den dritten Stock. Mal gucken, was uns dort erwartet. So lohnt es sich also auch mal ein bisschen noch backzutracken, alte Ortschaften nochmal aufzusuchen. In der Hoffnung, dass man da vielleicht auch noch das ein oder andere schöne Geheimnis offenbart. Kyunchi zum Beispiel, die können wir auch mal hinterrücks verprügeln. Da klopfen wir einfach mal rauf mit unserem Geister-Yokai-Baseballschläger. Noch eine ganze Familie hier gleich. Noch ein bisschen. So, Kyunchi. Da hat aber auch niemand Bock, uns seine Seele zu überlassen. Dennoch war das ganz schön. Fabelhaft, fantastico. Sehr, sehr gut. Ich frage mich gerade, ob das irgendwas gebracht hat, jetzt hier den Fahrstuhl zu fahren. Schauen wir das mal an. Gomendak und die bleibt mal weg. Da unten liegt auch noch was, aber das ist bestimmt nichts Tolles, oder? Hier? Ah, ein bisschen Medizin. Ah! Oh! Hochwertiger Thunfisch. Also wirklich erstklassig. Brillant. Gut zum Heilen. Na, guck mal, dann bringt das doch was hier nochmal zu gucken. Will nicht runterfallen.
verkacke ich alles. Da vorne ist auch noch was. Kommen wir da so hin? Ja, müssen wir erstmal so Gyunchi besiegen. Machen wir natürlich so gleich. Und da sind auch unsere geliebten Monstrositäten, die wir hier auch noch brauchen. So, also. Jetzt bitte ein paar Seelen. Ja. Genau. Sehr schön. Hätten wir. Und damit auch diese Seelen. Aber wir brauchen mit Sicherheit viel, 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 viel mehr. Als das, was wir jetzt schon alles hier kriegen. Voilà. Gibt's noch einen Ark? Okay. Eine goldene Kuckuckspuppe. Sehr cool. Also der Gang hier war wirklich, ja, der lohnt sich. Ich glaube, wir haben jetzt auch alles hier fast entdeckt, bis auf das da vielleicht. Und dann wollen wir das auch gleich hier beenden. Nochmal da die Gruppe hier auslöschen. Da kleines Pünchilein. Ach, gib mir deine Seele. Die Lady. Konger. So, perfekt. Und auch den Spiegel noch. Guck mal, wie traurig der daher blickt. Das arme Ding. Furchtbar. Zwei Goldseelen. So, hätten wir das? Nice, 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 nice. Mehr war nicht zu holen, oder? Da kann man da rein? Moment mal. War das eben von der... Da war doch ein Fenster auf der anderen Seite. Weil das ist ja sonst bestimmt... Ich weiß nicht, ob ich da so reingesprungen komme. Wahrscheinlich nicht. Aber von hier... Was ist das für ein Raum? Muss doch irgendwie zu betreten sein. Das ist so eine krasse Kiste. Hä? Da komme ich doch auch nicht so hin, ne? Doch! Wie cool! Na sowas! Wanchanak! Oh, noch ein gutes Münzlein. Ich glaube, jetzt können wir runter. Hoppala. Und hier war der Kampf hier gewesen? Ah ne. Da geht's runter, Leuch. Moment. Wobei. Nee, Quatsch. Das war der Hauptfahrstuhl, ne? Ah, stimmt. Der Saal von Gambu. Da wollen wir mal hin. Vielleicht ruht darin auch noch irgendwas Schönes für uns. Im Saale Genbus. Ich glaube, da lohnt sich auch mal noch mal einen zweiten Blick zu riskieren. Das schreit auch danach, dass hier später auch ein Schatz versteckt ist, oder? Leider liegt die Betonung auf später. Denn jetzt scheint hier nicht zu sein. Ich gucke noch mal kurz in der Schatz-App, aber ich glaube, da ist nichts, was darauf hindeutet, dass es hier ist. Nee. Also, auf, dass wir rauskommen. So, Dele. Was ich mir jetzt vornehme, ist hier zu entkommen, ohne jetzt noch groß einen Beef zu haben, vielleicht den einen oder anderen Seegrasgegner noch zu besiegen. Und dann wäre es, denke ich mal, das Allerbeste. Jetzt ganz runter. Dass wir von hier in die Yokai World gehen und dort das nächste Mal dann vielleicht noch die ein oder andere Schatzkarte offenbaren und mal gucken. Vielleicht uns irgendwie noch zu stärken wäre das Beste, weil alles, was jetzt noch kommt, ist das Finale. Der große letzte Kampf. Das große Ende. Und dafür wollen wir uns natürlich auch vorbereiten. Der ist aktiviert, das ist gut. Tatsumikawa Bata. Dann gehen wir erstmal dahin. In
die Yokai World können wir uns dann immer wieder teleportieren. Was ich jetzt noch gucken mag, ist einmal den Blick drauf werfen, wie viele wir von den Seegrasviechern vielleicht jetzt noch schaffen können. Ich glaube wahrscheinlich. Ups, nein, lass mich nicht nochmal rein. Kein. Nach meinem Glück wird es keiner sein. Aber wir können es ja mal wagen. Martin. Ja, zwei. Da fehlt da noch einer. Wobei, wenn wir einen. Wir machen mal sie hier. Ist ja egal, was wir hier machen. Level. Oh, Level 27. Braucht das mehr Seelen dann? Ja, ne? Wahrscheinlich. Ja, gucken wir mal, machen wir mal. Jetzt wird hier richtig schön eine große Show abgezogen. Oh, guck mal. Ebache. Niedlich. Und hier ein bisschen mehr Kohle. Kann man auch den Level gleich bestimmen. Also ich glaube, das lohnt sich wirklich für mich, da dann nochmal reinzugehen. Vielleicht machen wir das irgendwie zwischendurch nochmal, dass wir dann den anderen noch kriegen. Aber guck mal, zwei haben wir schon. Wir sind also auf dem besten Pfade, diese Quest auch zu erfüllen dann. Wenn wir hier Wakame-kun noch kriegen. Wakame. Müssen wir dann mal ein bisschen, da müssen wir noch ein bisschen dran rumwurschteln. Aber das kriegen wir hin. Ja, okay, guck mal, Rang E. Ehrlich mal. Aber ist schon cool. Wir haben auch hier, da irgendwie noch gar nicht. Das mache ich auch mit dem Büchlein. Können wir da mal reingucken. Sind 100 Stück. Gut, das mal gucken, wie ich, ob ich mir da nicht zu viel vornehme. Wir schauen mal. Beim nächsten Mal machen wir auf jeden Fall weiter. Ah, wenn wir denn leben noch und nicht überfahren werden. Ah, ich mache mal hier einen Cut und sag, das war's gewesen. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Obwohl auch jetzt nicht so allzu viel passiert ist, aber es wird. Und beim nächsten Mal, wie gesagt, geht es weiter. Bis dahin, passt auf euch auf. Ihr könnt auch mal schön kommentieren, liken, abonnieren, falls es noch nicht geschehen, die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und beim nächsten Mal einschalten, damit es auch weitergehen kann. Hier bei Yokai Watch 4. Bis dahin, gabt euch wohl und auf Wiedersehen.